herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir nutzen das schöne Wetter und den Sommer und haben uns überlegt, wir machen mal draußen ein Video. Hallo, guten Tag. Und zwar, wir haben in der Vergangenheit schon einmal ein Video gemacht, Kosten Abarth und Kosten Oma Golf. Ist ja irgendwie was jeder immer fragt. Verstehe ich auch so, ne? Interessiert einen ja schon, was sowas mal kostet. Bei deinem Golf kommt jetzt leider noch dazu, also im heutigen Video geht es jetzt um Marios Golf, die Kosten. Da müssen wir die Leute am Ende so ein bisschen sensibilisieren auf das Thema Arbeitsstunden. Ja, gut, die können wir natürlich nicht rechnen, das ist klar. Ich habe hier eine Tabelle und einen Stift mitgebracht. Und wir werden am Ende mal so grob skalieren, was da so an Zeit reingegangen ist. Weil ich glaube, bei dem Auto ist schon das Krasseste am Ende die Zeit. Wahrscheinlich, ja. Also, was heißt das Krasseste? Natürlich sind die Teile auch immer krass, aber ich glaube nach wie vor, dass am Ende definitiv das Krasseste dann dazu, also für die Zuschauer, was sie sich am wenigsten vorstellen können, weil ich sag immer, ob du jetzt das Geld auf dem Konto hast oder nicht, kannst du dir relativ einfach vorstellen. Ja. Was es aber heißt, über Jahre an einem Auto zu schrauben, das kann man einem halt eben nicht so einfach erklären oder vorstellen. Ne? So, das Ganze ist genauso wie bei den anderen Videos auch. Wir reden nur von dem Ist-Zustand, nicht von dem, was über Jahre da reingeflossen ist. Das können wir am Ende vielleicht nochmal thematisieren. Geht jetzt kann man ja aber eh nicht mehr nachvollziehen. Nee, geht jetzt ich glaube, der jetzige Baustand reicht schon sowohl finanziell als auch von Arbeitsstunden. Es geht wirklich um den jetzigen Zustand und darum, wenn jemand das Auto nachbauen wollen würde. Heißt, da sind jetzt keine Rabatte eingetragen, da sind jetzt irgendwie keine Freundschaftspreise eingetragen. Das ist wirklich die nackte Wahrheit. Weil wenn mal wieder auf der Messe einer vor dir steht und sagt, ey Marius, ich würde den Golf auch gerne so bauen, was kostet es? So, das war meine Herangehensweise. Interessiert mich ja selber. Das war meine Herangehensweise beim Abarth und beim Oma Golf. Und jawohl. Witzigerweise kommt bei allen Autos ein ähnlicher Preis bei raus. Ne? Eine Sache, die habe ich jetzt ehrlich gesagt hier drin vergessen, ist, ich habe hier gar kein Basisauto eingetragen. Das habe ich bei den ganzen anderen Autos auch nicht gemacht, weil da ist die Preisspanne zwischen dem normalen Zweier. Ja, es war ja auch ein CL. Limited. Also ja, die ist natürlich riesig, klar. So. Aber die Basis war ein CL und ist somit, ja, ich will nicht sagen wertlos, aber die ist marginal, das stimmt. Erstmal, seit wann hast du das Auto? Ja, das ist eine gute Frage. Seit Januar 2008. Januar 2008. Weil es für mich einfach, dann brauche ich nicht rechnen, dann musst du rechnen. Nee, ich überlege jetzt eine Sekunde, dann ist es auch tatsächlich das Auto, was am längsten im Besitz ist auf unserem Channel. Ausgenommen von deiner 1.0 Limo, nee. Ne? Die hast du das die später gekauft? Das war 2.9, meine ich. Okay. Ich meine, also ich hab den kurz vor meinem 18. Geburtstag. Mein B7-Kombi war irgendwie so 2.11, 2.10, ja. So in den Dreh. Deswegen. Ja, nee, Januar 2008 gekauft und dann Ende Februar 18 geworden und dann ging es direkt mit 54 PS in die Hölle. Was hat so ein Auto damals gekostet? 800 Euro. 850 Euro mit Leder und Sitzheizung, war ich stolz drauf. Und Brock, Leder original? Da, nee, hat der reingefummelt gehabt und breite Stoßstange schon ran und Brock B2 für irgendwann. Also war schon ein bisschen cool. Den ersten Teil der Liste, der ist relativ einfach, weil das Paket ähnlich zu dem Oma-Golf-Paket ist. Mhm. VR6 Turbo, weiß jeder. Wir gehen das Ganze einmal nach Motor durch, Antriebsstrang, Elektrik. In deinem Fall kommt dann auch noch so ein bisschen Chassis dazu, Karosserie und so weiter. Mhm. Und dann kommt am Ende eine Zahl raus. Ne? Mhm. Anfang? Ich habe noch nicht umgeblättert, extra nicht. Ich habe einfach mal angesetzt, auch im Oma-Golf-Video schon VR6 Motor 500 Euro. Ja, ist auch okay. Ja, kostet mittlerweile auch. Genau, so. Also wenn jetzt bei Kleinanzeigen einer nach einem VR6 Motor sucht, Zustand natürlich irgendwo aus dem See gezogen, ne? Aber es wird ein VR immer noch für 500 Euro. Ich denke auch, mit Kopf und Gedöns wird er so bei 500 ungefähr. So, liegen, ja. Dann brauchen wir einen Satz Pleuel, 699 Euro. Mhm. Und dann brauchen wir ein paar Kolben, 839 Euro. Dann brauchen wir. Das ist alles brutto, ne? Ja, alles brutto. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall Procedures Stehbolzen Zylinderkopf, Procedures Stehbolzen Hauptlager. Mhm. 599, 299. Dann, witzig ist halt auch, man sieht so ein bisschen, wie sich das auch über die Jahre entwickelt hat. Weil wenn wir jetzt bei den Teilen so ein Kreuz dran machen würden, welche Teile weiterverwendet werden. Weißt du, wenn man das jetzt alles auf einmal kauft, ist das natürlich brutal viel. Aber die Hauptlagergasse fahren wir irgendwie seit 5 Jahren, 8 Jahren oder so, ne? Ja, die Schrauben zum Beispiel. Oder sowas wie das nächste Teil, ein Fluid Dumper, das ist der Schwingungsdämpfer vorne auf der Kurbelwelle. Den haben wir auch erst relativ spät drauf gemacht. Ja. Da sind wir lange noch ohne gefahren, 599 Euro.
Dann geht es weiter. Erste größere Position, Motorbearbeitung, Motorenbearbeitung. Das ist bei dir ein Tucken mehr, weil bei dir war ja auch noch alles gewuchtet. Ja. So, das heißt, der Block muss gebohrt werden, gehohnt werden, geplant werden, Ringe gestochen werden, Kurbelwelle komplett wuchten und das Ganze noch ein bisschen reinigen. Ja. 1.500 Euro habe ich jetzt mal angesetzt. Wird mit Sicherheit einen Motorenbauer geben, der es günstiger macht. Wird auch einen geben, der wird das Doppelte nehmen. Ja. Aber so querbeet 1.5 ist der, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Dann 500 Euro angesetzt für alle Neuteile. Das heißt, Dichtung, Lager, Wasserpumpe, Steuerkette und so weiter. Ne? Ja. Da werdet ihr definitiv nicht mit hinkommen, wenn ihr Originalteile kauft. Das ist schon ein Preis eher für Wobei es da leider auch nicht mehr viele gibt. Also, ja, diese Steuerkette und so gibt es? Na, ich würde gerne eine kaufen. Also wenn es einer weiß, schreibt es mir gerne. Ich würde gerne noch eine Originale kaufen, aber ich habe nichts mehr gefunden. Echt? Gibt's? Nee. Krass, aber ich hätte gedacht, bei so Verschleißteilen ziehen die das dann immerhin bis zum Ende durch. Also, habe ich mit Audi Tradition schon mal drüber gesprochen. Das Problem ist, warum VW nicht wieder eine Steuerkette auflegt, ist einfach, dass die dürfen nur Teile verkaufen, bei Audi Tradition oder auch bei Volkswagen, die den ganz normalen Durchlauf der Lieferanten geht. Mhm. Das heißt, angenommen von damals den Lieferanten für die Steuerkette gibt es nicht mehr, können die nicht einfach sagen, ja, jetzt bestelle ich woanders, das ist ja die gleiche Steuerkette, funktioniert nicht. Das heißt, das muss alles neu gemacht werden, kriegt eine andere Endung vom Teil. Und dann lohnt es sich nicht. Sich dann so. Und dieser Ablauf, der ist so krass, dass man sich dann halt überlegen muss, wie viele Steuerketten gehen dann einfach so durch. Ja. Die Lösung wäre natürlich einfach, irgendwie ein neues Brand zu machen, keine Ahnung. Ja. Volkswagen. Einen Geschäftszweig für machen. Ja, oder einfach so Volkswagen Vertrauensparts oder irgendwie sowas. Ja, ja. So, wo, dass man halt weiß, es ist kein Original-VW-Teil, aber es ist halt das Original. So. Ja, dann erste Position, richtig teuer. Ansaugbrücke Don Octan. Voll Billet, muss man dazu sagen. Allein der Aluklatz wird schon ein paar Euros kosten. Ja. 1.999 Euro. Ja. Ja, 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 ja. Nächster. ja, was, wie, wo, für, das kommen wir ja später noch drauf. Aber das ist natürlich, wenn du die Zahl siehst, ist das schon ein Brett. Ne? Also die nächste dann gleich mit. Nächste Position, Ventildeckel von Joel, JB Motoring, 1.049 Euro. Aber, muss man auch sagen, sind beides Teile, die fast von allen Teilen so am meisten bewundert werden. Ja. Weil du guckst halt einfach in den Motorraum rein und siehst halt diesen gefrästen Deckel und die gefräste Brücke. Ne? Also ist halt ein bisschen mittlerweile auch eine optische. Machen 50% der Optik wahrscheinlich aus. So, jetzt habe ich mal einen Preis angesetzt hier, den wird viele erstmal schockieren. Material für den Rockrümmer 300 Euro. Mhm. So, den haben du und Benny selber gebaut, da sind wir wieder beim Thema Zeit, da kommen wir später drauf. In dem Fall, ich behaupte, dass Großteil der VR Turbo Rockrümmer alle selber gebaut werden. Ja. Weil es halt einfach, jeder hat eine andere Vorstellung, wo der Lader sitzen soll, jeder hat da eine andere Perspektive für. Ne? Ich weiß alleine, wie lange du drüber gerätselt hast. Links, rechts, vorne, hinten. Geht's nicht. Tue ich immer noch, aber da hängt er jetzt erstmal. Vor dem Motor. 300 Euro, ein paar Edelstahlrohrbögen, weil wir haben ja bei dir auch nicht die super teure, krasse Edelstahl genommen, sondern ein paar normale Rohrbögen und so weiter. Ne? Wahrscheinlich, wenn du mit Flanschen gefräst, natürlich Sammler und so, dann wird es mehr. Aber das war ja alles nicht der Fall. Ja. So, nächste Position, Krümmer thermoisoliert. Mhm. Heat Protect von Micha. Mhm. 500 Euro. Ich glaube, das geht bei dem auch von bis. Das ist ein bisschen arbeitsabhängig. Ja. Ist ein bisschen arbeitsabhängig. Es gibt halt manche Krümmer, die sind so und manche Krümmer, die sind so. Sind wir, glaube ich, auch mit 500 Euro auch. Ja, glaube ich. Ich hoffe, wir sagen jetzt nichts Falsches, aber ich würde auch sagen, grobe Richtung so, ja. Dann Borgwana S300 Lader. War ich im Oma-Videogolf schon erschrocken, wie teuer die geworden sind. Ja, wir haben mal 500 Euro für den Lader, aber 600 Euro bezahlt. Ne? So, ne? Mittlerweile kostet ein Ding 1.562 Euro. Krass. Dann kommt nochmal das TTE-Upgrade dazu, was im Verhältnis sogar noch, ich will nicht sagen überschaubar ist, ne? Aber noch im Rahmen ist. Finde ich schon. Nochmal 500 Euro halt. Ne? Nockenwellen, De Bidas, 7,99. Mhm. Verstellbare Kettenräder, Don Octan, 179, ja. CNC Kettendeckel, 200 Euro, Auslassventile, 179, Einlassventile, 149. Ist tatsächlich beim VR der Kopf eine Position, die verhältnismäßig günstig ist, weil es halt einfach so wenig ist. Ne? Sind halt nur 12 Ventile, 12 Ventilfedern, 2 Ventile. Stimmt. Das ist gegenüber einem 24V oder RS4 oder Limo, da setzt man sich richtig hin, wenn man die Preise da so guckt. Ne? Wobei trotzdem kommst du ja irgendwie grobe Richtung auf Zylinderkopf 3000 Euro oder so, ne? Wenn du das mal so. Ja. Dann kommt noch dazu Ventilfedern, 415 Euro. Ja. Zylinderkopfbearbeitung habe ich jetzt einfach mal so angesetzt, 2000 Euro, weil wir da natürlich von wirklich der großen Bearbeitung ausgehen müssen. Das heißt Einlass, Auslass, Golfball, Plan, neue Sitzringe, Heatsitzringe, neue Führung, das Ganze schneiden und so weiter. Ne? Und er plant die Dichtflächen noch. Ne? Und ungeplant. Weiter geht's, Wastegate 399 Euro, Pop-Off 99 Euro, Wasserkühler und Lüfter 319 Euro, Ladeluftkühler, dort wieder einfach nur Netz gekauft, 600 mal 300, ich glaube 110er Tiefe. Wie viele Stunden alleine in diesen Kühler gegangen sind?
Da kommen wir später nochmal zu. Fakt ist auf jeden Fall, das eigentliche Netz kostet 199 Euro. Der Kühler in Summe ist aber unbezahlbar. Ist halt einfach so. Ja, unbezahlbar ist nichts, aber es ist schon, es war bestimmt eine Woche Arbeit, ne? Ja, also, Minimum, ne? Ja, ja. So, dann, also viel, viel krasser finde ich dann die nächste Position, 4 Vibrantschellen. Das sind die Schellen, womit halt die Rohre verbunden werden, 720 Euro. Das ist halt aber auch teuer geworden, ne? Ja. Ist halt wirklich schon ein Brett. Und dann habe ich einfach nochmal ein bisschen Alu-Material angesetzt, ein bisschen Rohr, ein bisschen Rohrbögen, dies, das, jenes, 300 Euro. Kommt auf jeden Fall hin, ne? Ja. So, letzter Punkt, der ist mir da noch eingefallen, Zylinderkopfdichtung, unsere spezielle Dichtung mit den Ringen, die kostet auch 400 Euro als Anfertigung, ne? Krass. Sind wir summa summarum nur bei dem Motor, allerdings ein kompletter Motor mit allen Anbauteilen. Ich hoffe, mein Vater guckt nicht zu. Wenn man ihn so heute aktuell bestellen würde, 17.302 Euro. So. Ist brutal viel Geld, keine Frage, aber einen ganzen 1000 PS Motor mit Basismotor, darfst du ja nicht vergessen. Andere würden ja erstmal für 10.000 einen Motor kaufen, je nachdem. Also selbst wenn du einen, selbst diese Honda B-Motoren, selbst die sind teuer geworden. Ne? RS4 Motoren brauchen wir gar nicht von zu reden, kaufst den originalen R32 Motor, kosten die auch ein Vielfaches, ja, alle. Ne? Ja. Also das ist schon, ich behaupte für den Motor, so was er am Ende kann, ist das schon... Ja, vor allem, wenn du mit Tom 2JZ vergleichst oder so, das ist ja auch alles viel teurer. Ne? Oder also das stimmt schon. GTR brauchen wir gar nicht erst anfangen, aber selbst 2JZ habe ich ja selber jetzt, als wir den Barren umgebaut haben, erlebt. Du zahlst ja für den Basismotor schon mal eine 3, 4, 5.000 Euro. So, ne? Und dann kosten die Teile das Gleiche. Also die Ansaugbrücke kostet das Gleiche. Allerdings, was ich eher krass finde, ich behaupte, als wir mit dem Zeug angefangen haben, vor 10 Jahren noch, hättest du das Gleiche für fast die Hälfte bekommen. Ich hätte 10 gesagt jetzt. Ja. So, ja. Ne? Also da merkt man selbst im Tuning-Bereich schon, wie die Preise steigen. Ne? Ja, das stimmt. Also jetzt kommen wir zu einer Position, Antriebsstrang. Die ist bedingt dadurch, dass es ein Frontantriebauto ist, tatsächlich, finde ich, bis heute noch überschaubar. Weil normalerweise im Rennsport zum Beispiel sagt man, Antriebsstrang kostet das Gleiche wie Motornummer. Normalerweise. Ja. GTR passt sofort. Ne? Weil GTR als Beispiel, wenn du da irgendwie 50 im Motor schiebst, schiebst du nochmal 50 ins Getriebe. Ja. R8 genauso. Da kostet Getriebe mittlerweile auch richtig Kohle. Deswegen, da geht es los. Das ist 1:1 wie bei Oma hier. Schwungradkupplung von Don, 1.799 Euro. Dann der Radsatz fürs 02A-Getriebe, Dock, Klauen geschaltet, 3,5. Raritäten ja mittlerweile, schwer zu kriegen. Ja. Der Radsatz funktioniert aber bis heute einfach perfekt. Zum Glück haben wir 2 davon und die sind auch noch nie kaputt gegangen. Dann eine Lamellensperre, 900 Euro. Dann von Thorsten Middendorf die beiden Antriebswellen mit den Seriengelenken, 600 Euro. Und dann am Ende fast noch am teuersten der Shifter. Ist ja so, hast du geguckt? Ja. Boah. Der Shifter, diese ganze Einheit. Diese SQS-Einheit, ja. Genau, die komplette Umlenkung von vor und zurück auf das Originalgetriebe. Heißt, es ist ja nicht nur der Shifter, sondern auch die Seile, die paar Uniballgelenke, dann die Schaltanzeige, die wir gar nicht genutzt haben, mit diesem kleinen Steuergerät, 1.999 Euro. Das heißt in Summe für einen Antriebsstrang 8.798 Euro. Ja, verrückt. Ich hoffe, meine Frau guckt nicht zu. Ich finde, man braucht sich da auch. Ich habe auch lange überlegt, ob wir solche Videos machen. Aber ich finde, man braucht sich da weder für zu schämen, noch braucht man da stolz drauf zu sein, sondern das ist einfach so, wie es ist. Nee, also Hobby ist ja immer Luxus, so sehe ich das. Und ich habe mit meinem Vater 15 Jahre lang Modellfliegen gemacht. Und das waren jetzt gerade bisher 25. Und wenn du jetzt einen turbinenbetriebenen Jet baust, dann bist du bei 12 bis 15, je nach Größe, und nach oben keine Grenze. Deswegen, ich habe Kumpels, die restaurieren Traktoren, ich habe Kumpels, die fahren Rennrad, das kostet auch einen Zehner, so ein Rennrad. Und wenn du dann aber wenn du dann so ein Jet für 12 bis 15 baust, das ist dann schon feinste Ware? Oder das ist feinste Ware, aber nicht riesig groß. Und dann geht es halt dann nach Größe. Also wir dürfen 25 Kilo bei uns auf dem Modellflugplatz fliegen. Und ich sage dir, wenn du 25 Kilo feinste Ware baust, dann stehen da auch 25.000 Euro. Also einer. Also, Kilo gleich Kilo. Ja, kann man. Also ich habe mich jetzt eine Weile nicht mit beschäftigt, aber die Preise sind krass. Und da darf man nie vergessen, ein Absturz ist in der Regel ein Totalverlust. Ne? Ja, so ein Auto ist immer irgendwie reparabel, reißt ein Pleuel ab, ist das Auto ja noch da. Ne? Aber der Jet brennt dann in der Regel ab. Und ja. Also ihr könnt auf jeden Fall schon mal in den Kommentaren schreiben, ob er Marius noch mal beim Modellfliegen sehen wird, weil das ist noch so ein zweites, weiteres Hobby, was hier betrieben wird. Nicht turbinenbetrieben, aber sonst haben wir ein bisschen was, ja. Jetzt nächster Punkt, Thema Elektrik. Mhm. Geht los, Max E2 Race mit Kabelbaum, 1.592 Euro. Die waren früher auch teurer geworden, ne? Mhm. Ziemlich sicher. Also, weil man sich überlegt, ich weiß noch, als wir angefangen haben mit freiprobierbaren Steuergeräten, da hat eine Emu Black 8,99 gekostet, das war schon einer der besseren. Ich glaube, die Max war billiger, ne? Jetzt so ist man da in Bereichen, ne? Dazu Sicherungskasten 155 Euro, dann zweimal eine AEM 400 Kraftstoffpumpe 340 Euro, dann ADU 7 auch teurer geworden,
1349 Euro nur das Display. Muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Also so ein paar Positionen sind halt einfach, das könnte Wahnsinn. Man auch günstiger machen. Also das sind halt auch so Positionen, die das Auto nicht schneller machen. Nee. Weil beim Motor muss man bisher ja schon sagen, als auch beim Antriebsstrang, das sind ja alles Sachen, die eigentlich notwendig sind. Ja. So, ne? Das Display, natürlich tut es da auch einfach. Ja, wenn man ehrlich ist, auch einen Kenncheck einbauen und Motorradtacho oder so, hast du es theoretisch. Nein, ehrlich, brauchst du gar kein Display. Ja. Also bei einem Frontantriebauto, ehrlich gesagt. Oder man könnte ja die Max mit einem Tablet fahren, ne? Die Max mit einem Tablet. Du könntest ja auch irgendein billiges Samsung-Tablet, ein altes kaufen. Das würde zur Not ja gehen. Ne? So, also. Weil du guckst ja eh nicht drauf. Also weißt du, du bist ja eh fest nach Reifen durchdrehen und so weiter. Ne? Das ist so ein Punkt. Dann, jetzt der nächste Punkt, habe ich einfach mal zur Elektronik gezählt, weil wir jetzt beim Thema Kraftstoff sind. Die ganzen Dashfitting, die ganzen PTFE-Leitungen, Benzindruckregler, das Alu für den Tank, was du da so alles gebaut hast, das ist bei deinem Auto wirklich extrem wenig, weil wir reden da von Tank zur Fuel Rail Meter. Ja. So, das heißt, wir haben da 3 Meter Schlauch, ein Benzindruckregler und ein bisschen Alu. Ich habe trotzdem mal 500 Euro angesetzt, weil das Zeug halt auch nicht günstig ist. Ne? Dann, genau, hast du schon gesagt, Kenncheck-Display. Was bei dir aktuell eigentlich noch gar nicht jetzt so krass in Funktion ist, sondern einfach nur gut aussieht im Armaturenbrett und man halt zur Not es als, also eigentlich ist das dafür drin, du kannst über das Kenncheck-Display, wenn du willst, erkennen musst halt ein paar Funktionen schalten. Ja. So, ne, das heißt, wenn du doch mal irgendwie Launch Control an ausmachen willst, würde das halt theoretisch auf Touch auch darauf gehen. So, dann Einspritzdüsen 700 Euro, dann was auch immer ins Geld geht, sind die ganzen Sensoren. Wobei, ich glaube, das ist sogar noch zu wenig mit Abgastemperatursensoren und so, ne? Aber okay. Ja, stimmt, du hast 6 Abgastemperatursensoren drin. 6 Abgastemperatursensoren. Druck, Wasser, Öl. Wasser, Öldruck und so weiter. Haben aber egal. 200 Euro angesetzt, können vielleicht 50 mehr sein. Dafür kann es beim nächsten noch 50 weniger sein, weil dann Wassermethanol bauen wir ja immer extrem günstig, im Anführungsstrichen, weil wir kaufen einfach nur die Pumpe und die Düsen dazu und den Rest bauen wir selber. Deswegen habe ich da mal 300 Euro angesetzt. Kommt man in Summe auf 5.535 Euro für die ganze Elektrik-Kraftstoffversorgung. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ist halt mit Excel, hast du nicht verrechnet. Aber hätte mehr oder weniger gedacht? Nee, Elektrik hätte ich tatsächlich weniger gedacht. Echt? Geschätzt hätte ich weniger vielleicht, ja. Ja, schon. Also ich nicht, weil ich halt weiß, was so Display und das ganze Zeug kostet. Aber das ist wirklich noch verhältnismäßig günstig, weil normalerweise würdest du ja machen 12 oder 18 Düsen und so weiter. Steuergerät noch eine Nummer größer, dann 12 Düsen, dann pumpentechnisch ist das jetzt ja genau die Grenze, deswegen bauen wir es ja gerade um. Mehr Pumpen, mehr Düsen, mindestens eine PDM, dieser Controller, 2 PDM da, und so weiter. Jetzt kommt allerdings der Punkt, der wird dich am meisten umhauen, weil jetzt geht's weiter mit Chassis. Chassis heißt für mich Corsairie. Mhm. Wir fangen mal an. H&R-Fahrwerk. In Anführungsstrichen Sonderbau, heißt Alu-Dämpfer, 50er Rennsportfeder hinten, verstellbar und so weiter, 2000 Euro. Ich hoffe, Salem bringt mich um bei dem Preis, weil ich könnte mir vorstellen, dass das, es gibt es so nicht zu kaufen. Mhm. Ich weiß, dass es auf Nachfrage aber macht. Ich meine, es hat einer mal gekauft. So, und es wird irgendwo aber so in dem Preis vielleicht dann sein. Teurer, ja. So, irgendwie ich glaube, so Richtung so wird in das dem passen. Bereich wird das kosten. Dann nächster Punkt, Magnesiumfelgen von MB. Krass. Hast du geguckt auf eurem Page? Oder? Witzigerweise in 17 Zoll finde ich sie gar nicht. Okay. Ich finde sie nur in 18 Zoll. Mhm. Und da kosten sie pro Rad 700 Piep Euro, 780 Euro in 18 Zoll. Allerdings auch die leichteste Felge, die wir bisher gefunden haben. 5, Piep oder was war das? Genau, ist wirklich leicht, sieht geil aus, ist ein echtes Magnesiumrad. Deswegen. Gefällt mir auch bis heute gut, so ein matt-schwarz, schlicht, passt gut da jetzt auf das Konzept drauf. Andere Variante gewesen, wir schreiben die Le Mans hier drauf, ist auch nicht viel billiger. Ja. Also, weißt du, kommt aus. Ja, stimmt. Ja. Kommt deine Fassung raus. Ne? Ja. So, Toyos, 4 Stück in 17 Zoll, 750 Euro. Dann einmal das Besteck an Neuteilen, Radlager, okay, Golf 2 Radlager hinten ist ein 5-Euro-Teil, übertrieben gesagt. Ne? Aber natürlich, bei sowas macht man immer Bremsscheiben neu, Bremse neu. Das ist alles einfach nur normales Zubehörzeugs. Hier mal eine Bremsleitung, da mal nochmal ein Anschlagpuffer und so weiter. 400 Euro, kommt man, glaube ich, auch ganz gut mit hin. Ja. Dann. Auch habe ich lange überlegt, was es wohl in Summe kosten wird, Thema Pulverbeschichtung. Dann ist mir aber eingefallen, an deinem Auto ist ja wirklich eigentlich nicht viel dran. Nee, Vorderachse, Hinterachse ist gepulvert, genau. Querlenker. Vorderachsträger, Hinterachsträger, Radlagergehäuse vorne, Querlenker vorne. Ja. So, ne? Das sind jetzt ja auch nicht so viele Teile, wie zum Beispiel an einem Auto mit Doppellenkerachse und so weiter. Ne? Ja. So. Habe ich mal 500 Euro angesetzt. Ja. Sitz, der eine Carbon-Sitz, 1200 Euro. Fand ich eigentlich ehrlich gesagt noch okay im Rahmen.
Klar, es ist auch einfach nur eine Carbonschale. Ne? Ja. Ist einfach nur eine Carbonschale. Also ohne die Polster von Ron wäre gar nichts drauf. Ohne die Polster von Ron, die habe ich tatsächlich sogar vergessen. Ja, gut. Aber als nächstes Gurt, 180 Euro. War ich erschrocken. Ich habe gerade für ein anderes Projekt originale Schrotgurte gekauft mit Zulassung. Mit Zulassung heißt, man braucht ja für die Straße, müssen die Gurte wie beim Crossbow sein, dass du mit einem Klick der ganze Gurt aufgeht. Mhm. Das darf aber nicht dieser Drehverschluss sein, sondern es muss einer sein, wo Press draufsteht. Und die gibt es nur von Schrot Profi so und so. Die kosten pro Gurt 585 Euro. Krass. So, dafür, das sind dann aber eigentlich gar keine Vier. Also ich glaube schon, dass sie eine Vier-Zulassung haben, aber ne, die sind nicht besser, sondern einfach nur anders. Ne? Ja, krass. So, da sind diese Beltenick-Gurte mit 180 Euro schon wirklich noch günstig. So, dann einmal Golf 2 Armaturenbrett in cleanen, in schön machen, in Alcantara beziehen mit Naht und so weiter. Mhm. Habe ich nochmal kurz bei Ron Rücksprache gehalten, je nach Zustand des Armaturenbretts 1600 Euro. Mhm. Dafür, dass das so geil in Alcantara also. So, jetzt die nächste Position. Ich weiß, die schockt dich bis heute immer. Mhm. Ja, weil die habe ich auch noch genau im Kopf. Pedalerie. Das war, ja. Pedalerie dafür, dass man sie ja bei dir noch nicht mal sieht jetzt, weil sie ist ja hängend. Sieht trotzdem geil aus, wenn man reinguckt, aber alleine auch, wie viel Action das war und so weiter. Tilten heißt ja. Pedalerie, 3 Zylinder, Behälter. 4 Zylinder. Nee, sorry, 3 Zylinder. 3 Zylinder, ja, ne? Kupplung, 3, plus 2, das EGAS-Modul, also EGAS-Modul heißt diese EGAS-Anlenkung, ja. Plus den Behälter, das Pulte, du kaufst alles einzeln, ja. So sind, ich habe mal bei Isar Racing überflogen, sind ungefähr 2000 Euro. Ja. Dann Baltic Carbon, ein paar Carbon-Teile. Ich meine, die Preise kennt jeder, 2 Kotflügel, 1500 Euro. Wo ich bis heute sagen muss, das sind in meinen Augen immer noch faire Preise, weil wenn ich weiß ja, wie viel Arbeit Artium in diese Kotflügel steckt und wie geil sie am Ende passen. Wenn ich alleine überlege, heutzutage, ein Kotflügel Golf 2 neu wird es ja gar nicht mehr geben, oder? Also wenn er nur zuhört. Wenn er nur zu. Also wüsste ich jetzt nicht, dass Classic Parts noch Kotflügel hat. Genau. Oder angenommen, man nimmt jetzt Gebrauchte, die meinetwegen einigermaßen gut sind, die entlacken, dass dieser ganze Unterbodenschutz, Harz und so weiter alles weg ist. Dann musst du ja auf jeden Fall ein bisschen dran schweißen, ein bisschen zinnen, Beulen drücken und so weiter. Kardellbeschichten. So, ja. Also da muss ich, das habe ich beim RS4 damals auch schon immer gesagt, ne? Die sind heutzutage alle gebördelt, schlecht gebördelt, wellig und so weiter. Ne? Also da kann ich das sagen, die, das ist auch, die passen geil und so, das ist schon... Dann genauso das Carbondach, 1650 Euro, dafür, wie das passt und wie man das jetzt einkleben konnte. Wir haben schon viele andere Carbondächer gesehen, gerade beim Golf 2 ist das Dach relativ gerade und hat wenig Wölbung. Das heißt, ein Dach wird umso schneller wellig, weil es einfach nicht diese Kugelstruktur hat. Ne? 1650 Euro auch okay. Dann hinten hast du ja deine Mulde rausgeschnitten und die Carbonmulde eingeklebt, die ja eigentlich vom A4 ist, 650 Tacken. Jetzt ein Punkt, Thema Sicherheit. Du hast eine komplette Vollzelle von Stalus drin. Genau. Die Zahl, meine ich, hat er mir mal so genannt. Genau. 5000 Euro. Also die wird auch mittlerweile, weil Material allein schon teurer geworden ist, ist ja Chromo, ne? Ja. Ja, aber... Und da ist es extrem abhängig davon, wie die Ausstattung ist. Ja. Flanke, Rohrdurchmesser, A-Säule, genau. Doppel, Dachkreuz und so weiter. Ne? Ja, und da habe ich mit ihm ja viel geschrieben, weil er wollte es natürlich eigentlich anders auslegen. Wir wollten es aber leicht haben und dann da den Kompromiss zu finden. Aber der Preis passt grob Richtung. War in Summe aber definitiv goldrichtig, ne? Weil ich glaube, jetzt die paar Jahre später, wenn jetzt keine Zelle drin wäre, es irgendwie anders wäre, glaube ich, würde man noch weniger mitfahren. Nee, halt, ne? Fühlt man sich auch schon sicher drin. Also, ja, ne? Und sieht halt immer geil aus, ne? Weil du kannst jeden Tag reingucken und sieht halt einfach aus wie geleckt. Ne? Er hat beim Tschüss sagen gesagt, er hofft, dass ich seine Arbeit niemals brauche. Das hoffe ich auch. Aber es war schon ein geiler Step. Wolf vom Bilsterberg sagt immer, einen Unfall plant man nicht. Ja, es ist in der Regel nicht. Dann nächster Punkt, Rallyefront. Eigentlich war ja mal eine Rallyefront dran. Die wirst du für 500 Euro wahrscheinlich niemals mehr bekommen, komplett mit allem. Ich habe jetzt einfach mal einen neuen Kühlergrill, ein bisschen diese 3D-gedruckten Formen und so. Oder, ne? Ja. Jetzt, wo es natürlich die Datei zum Drucken gibt und so weiter, ist das für 500 Euro schon umsetzbar. Ja. Ne? Dann Leitglas-Frontscheibe, 350 Euro, die dünne Glasscheibe. Und Makrolonscheiben, 150 Euro, ist natürlich viel zu wenig, weil du hast die komplett selber gebaut. Ne? Das war einfach eine gerade Makrolonplatte? Ein Teil habe ich bei eBay gekauft, den Rest habe ich selber gebaut, genau. Ja. Okay. Das heißt, eigentlich sind es so ein paar... Ja, aber nicht viel. Das war nicht teuer, das Makrolon. Das passt schon grobe Richtung so da. Das ist schon... So, auf jeden Fall kommen wir jetzt hier... Auf eine traurige Zahl, ja. Auf einen Chassispreis von 21.580 Euro. Ja. Und da sieht man nämlich auch, was so Autos kosten, wenn du sie zum Beispiel für die Rennstrecke umbauen würdest. Mhm. Weil da würde jetzt ja noch massiv drauf kommen, Bremse alleine. Ja, allein alles Bremse. Vier zugelassen. Das, und, ja. So, ne? Also, das ein spezieller ist schon... Tank... Löschanlage, das fehlt ja alles noch, theoretisch. Ne?
So, ne? Krass. Dafür, dass die genauso die Elektrik haben und auch, okay, bei manchen fällt Motor weg, die fahren einfach original, ne? Aber 21.580 Euro ist auch in dem Fall tatsächlich die größte Position, ne? Kann man jetzt so schwer sagen, weil ich habe selber jetzt probiert, ne? Ja. Aber so, ich habe so gesagt, das gehört so zu Karosse. So, da kommen wir jetzt in Summe, haltet euch fest, auf einen Materialpreis nach aktuellen Preisen von 53.215 Euro. Ja. Jeder, der weiß, was G60-Verbreiterungen kosten, weiß, was da eigentlich dann auch noch fehlt. Ah, die fehlen noch, ne? Ja, die kosten allein mittlerweile, glaube ich, fast 2.000 Euro oder so. Ich ja, weiß, müssen nicht. Wir ja drauf schreiben. Ja, nagel mich jetzt nicht fest, dann macht er 1,5 oder was für die ganze Verbreiterungsgedöns. Die waren aber auch bei dem Fahrzeugkauf auch nicht dabei? Nein, nein. Ich damals sogar noch original gekauft bei Classic Parts. Da müssen wir uns nochmal korrigieren. Sind in Summe 54.715 Euro. Straff. Allerdings straff. Im Sinne von, klar, es ist halt nur das Notwendigste. Mhm. Also notwendig im Sinne von, ohne das könntest du das Auto auch nicht so bauen, wie es da steht. Nicht so, wie es da steht. Das genau, das ist die Summe, die man auch braucht, wenn man überhaupt so ein Auto bauen will. Und das sehe ich so ein bisschen als unsere Aufklärungsarbeit, weil ich finde nicht, dass das etwas ist, was Neid hervorruft, sondern ich finde eher, dass für unsere ganze Szene, also die Szene, die wirklich ein Auto baut, um es zu benutzen, weil man darf immer nicht vergessen, mit Pech ist das ganze Zeug Schrott nach kürzester Zeit. Ne? So, ne? Brennt die Kiste ab, fährst du irgendwo gegen, hämmerst so richtig irgendwo rein mit. Also beste Beispiel wäre Motorplatzer mitdrehen in die Leitplanke. Dann ist einmal alles weg. So, ne? Dann ist mit Pech die Zelle krumm, weil ja. Die Karosse krumm ist. So, dann fängst du da wirklich bis auf mit 10.000, 15.000 Euro wieder von null an. Ja. Und ich finde, das ist einfach wichtig, das auch mal zu zeigen, um so ein bisschen die ganzen Jungs, die alle ihr hart erarbeitetes, erspartes Geld in diese Autos zu stecken, dass die Leute das so ein bisschen mehr wertschätzen können und weniger als Neidfaktor sehen. Ja. So, natürlich gibt es jetzt einige, die sagen, ich kann es mir nicht erlauben, 50.000 Euro in den Golf zu stecken, keine Frage. Es ist, wie du auch schon gesagt hast, ein Luxus. Andererseits ist es ja auch so, das ist ja wirklich alles Geld, was man sich im Normalfall zusätzlich erarbeitet, wo dann andere halt einfach auf dem Sofa liegen und abends irgendwie Fernsehen gucken, ne? Oder ja. Mit den Jungs am Saufen sind. Oder, ich sag immer, eine Sportart betreiben. Weil wenn man sich überlegt, jeder, der Mannschaftssport macht, 3 bis 4 Mal die Woche zum Fußball geht, dieser Zeitaufwand nur für den Sport, der ist schon, also in dieser Zeit verdienen sich, glaube ich, die Jungs das Geld, die sie ins Auto stecken. Weil es kommen wirklich viele zu mir auf der Essen Motorshow an und sagen, Jungs, also ich arbeite 8 Stunden die Woche, erstmal für Familie und Haus. Und dann mache ich wirklich 8 Stunden die Woche, ja. 8 Stunden am Tag für Familie und Haus und Urlaub und so weiter. Und dann mache ich wirklich nochmal 2, 3, 4 Stunden nur fürs Hobby. Ne? Ja. So muss man das einfach sehen. Und als Nichtraucher sparst du ja auch schon 2.000-3.000 Euro Zigaretten pro Jahr. Nichtraucher, das darf man auch nicht vergessen. Wobei, da sind wir wirklich eine seltene Paarung, weil ich weiß, wie viele in dieser Autoszene von den Schraubern, also da wird schon noch viel geraucht. Liegt aber einfach daran, dass gerade beim Schrauben es natürlich beruhigend ist. Ja. Wenn man einfach mal... Mag sein, das haben wir nie gemacht, aber... eine Fluppe ziehen kann. Ne? Ist auch aber okay. 54.715 Euro ist eine Zahl, das ist eine Stange Geld. Das sind aber auch jede Menge Teile, weil wenn wir jetzt gerade die Liste durchgegangen sind, kannst du dir ja ungefähr ausrechnen, wie viele Originalteile da dran sind. Mhm. Das sind nämlich gar nicht mehr viele. Also da ist ja wirklich nicht mehr viel Original. Technisch nicht viel zumindest, ja. Deswegen. Ist das so eine Zahl, wie du auch so ungefähr gesagt hast? Ich hatte es nicht gehofft, aber ich habe es geahnt, so eine 50, ja. Ja, okay, du bist aber auch noch die alten Preise. Genau, aber es ist natürlich, also es ist jetzt auch ein Unterschied, ob ich jetzt 50 in den RS4 stecke und damit noch jeden Tag fahre oder natürlich für 50 ein Auto baue, was ich nur fünfmal im Jahr nutze. Das muss man auch mal so sagen. Aber es ist natürlich für mich ein Stück weit, ja, A, durch dich irgendwie ja auch ein Stück weit Kanalinhalt und... ja, Lebenseinstellung, sich selbst beweisen, dass man das auch kann als Karosseriebauer, sich selbst mal so ein Auto bauen, Selbstverwirklichung, so eine Mischung aus allem. Also es war jetzt ja, im Vordergrund stand nicht, das dann regelmäßig zu benutzen. Ne? Eine Sache, die ich allerdings mal sagen will, ist, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so, bevor ihr dieses Video angemacht habt, gedacht hättet, was es am Ende kostet, weil ich weiß, das ist eine ganz breite Spanne. Mhm. Einige werden denken 15.000 Euro. Andere 100. Genau. Ja. So, jetzt kommen wir allerdings zu dem Punkt, der nochmal ins Geld, in eine Zeit, wie auch immer geht. Das heißt, erstmal 2 Punkte haben wir noch gar nicht mit drin. Die muss man zu dem Fahrzeugwert einfach rechnen, weil das Fahrzeug ja auch nur deswegen so geil ist, weil es so gut gemacht ist. Das ist erstens Thema KTL. Mhm. So, ich glaube nicht, dass es so viele Zweier gibt, die wirklich so radikal im Bad einmal entlackt wurden, dass das Ding bis in die letzte Ecke rostfrei ist. Da ist kein alter Lack, kein alter Spachtel, keine Lichtmasse mehr drauf. Ja. Die kommt theoretisch noch on top.
Also es wird mittlerweile mehr, man sieht es ja bei Herrn Schwan bei Instagram immer, aber klar, die breite Masse ist es nicht, die in Zweier Golf entlackt. Das ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht die Zahl, was er da so für nimmt. Ich würde jetzt aber mal, wobei ich kann mir vorstellen, dass der massiv teurer geworden ist, bedingt durch Energie, ja, weil er hat ja immer erzählt, alleine was er an Gas hat. Ist ja schon nicht ohne, ne? Er wird jetzt auch gerade lachen, egal welche Zahl du hinschreibst, aber ich hätte eine 5 hingeschrieben tatsächlich. Mhm. Okay. Ja, das wird variieren, aber lass es 4,5 sein. Es können aber auch, vielleicht lacht er gerade und sagt, nee, 6 mittlerweile, ich weiß es nicht. Aber vielleicht so die Richtung. Wir setzen mal bei Carblast in Lackungsfabrik entlacken, entrosten, KTL-Beschichten. Jetzt ist ja 2 auch kein großes Auto, ja, muss man auch dazu sagen. Plus in deinem Fall sind es ja kaum Blechteile. Mhm. Das heißt, wenn kein Dach mehr drin ist, wenn keine Mulde mehr drin ist, du ja gar nicht mehr Kotflügel alles hast, ja, ne, ist es natürlich auch weniger zu entlacken. Ne? Ja. 5.000 Euro. So. Dann allerdings der nächste Punkt, da ist es jetzt wirklich ganz, ganz schwer, Thema Lackierung. Weil ich weiß, beim Thema Lack gehen die Preise wirklich von, ich mache mich gerade selbstständig mit Lackiererei und brauche erstmal Kunden- und Prestigeobjekte, mhm, bis hin... Ich habe eigentlich genug. Ich habe genug, bin eh voll, ja, kommt Marius um die Ecke und sagt, ich will den Golf lackieren, das heißt, du musst ihm so viel Schmerzensgeld zahlen, dass, ja, er es überhaupt macht. So, da gibt es halt die beiden Varianten. Ne? Das heißt, der Preis für so eine Ganzlackierung, da weiß ich, der eine Lackierer wird jetzt gleich wirklich komplett vom Glauben abfallen. Preis für eine Ganzlackierung wird irgendwo losgehen aktuell, ich sag jetzt mal, bei 5.000 Euro. Da wird der eine Lackierer jetzt sagen, das geht materialtechnisch und nicht mal das Geld. Aber es gibt tatsächlich noch solche Lackierungen. Wie gut oder schlecht die jetzt sind, sei mal dahingestellt. Da wird dann wahrscheinlich am Ende irgendeine Aushilfe das Auto schleifen etc. Es gibt auch Betriebe, die stellen als Auszubildenden ran oder so. Ne? Dann so, magst du, ne, vielleicht. Aber wobei ich glaube, für 5 läufst du echt nur mit der Pistole einmal rum. Also jetzt, ja, das ist dann schon ohne Motorraum und ohne Einstiege vielleicht noch. Aber so, ja. Und geht hoch bis, also weiß ich nicht, ich glaube 20.000 Euro für eine, also wenn wir jetzt deine Lackierung, so wie sie da ist, beziffern müssten, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal 15 ansetzen, oder? Ja, also ich habe ja viel selbst gemacht, den ganzen Innenraum, sonst wäre Max, glaube ich, ausgerastet. Aber ich meine mich zu erinnern, er hat gesagt, wenn er das für wen Fremdes machen müsste, alles selber, würde er 20 nehmen. Aber lass uns da eine 15 hinschreiben, das ist, glaube ich, realistisch. Ne? Weil erst Käfig lackieren, dann Käfig abkleben, das war ja auch ziemlich viel. Mit einer eingeschweißten Zelle ist das echt auch... Stimmt, ja, du musst ja erst den Käfig lackieren, genau, dann musst du logischerweise alles andere drum machen. Dann habe ich den mit Alufolie eingewickelt und Klebeband und Papier. Und dann haben wir genau auf Verschweißnaht von dem Käfig abgeklebt, haben dann den Innenraum lackiert. Und den Innenraum habe ich alleine 2 Wochen jeden Tag nach der Arbeit geschliffen. Mit meinen Fingern in diesen Sicken. Max war froh, dass kein Dach drin war. Das war natürlich produktiv oder pro fürs Lackieren. Ja. Genau, dass du so ein bisschen dich reinstellen konntest und wir konnten den auf die Seite legen. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt eine 15 schreiben, übertreiben, weil lass es vielleicht eine 13 sein oder so. Aber ich weiß, wir hatten, glaube ich, 1,5 oder so nur Material, wenn ich mich nicht irre. Ja, das würde nicht reichen. Also, ja, plus Papierkleber, ja, und sowas. Plus, aber also ich meine, so reine Farbe und so, ja, meine ich so die Richtung. Also wobei plus das Carbo Clear und sowas sogar noch mehr. Also ja, ich hätte jetzt gesagt, rein wirklich, weil wir müssen dann ja Material auch von der Bruttozahl ausgehen. Ja, stimmt. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, 3.000 Euro Material gehen, ja, auf jeden Fall. Zwischen 2 und 3 bestimmt. So, das wäre auch das, wo ich gesagt hätte, bei 5.000 Euro Auto lackieren, 2,5 Material, 2,5 Lohn. Natürlich wird sich das niemals rechnen für einen Lackierer. Aber es gibt halt den einen oder anderen, der einfach sagt, ey, das ist ein Auto, das fährt bei mir im Dorf, ja, rum, ich will das noch lackieren. Ja. Oder selbst den ersten Lackierer, den ich kennengelernt habe, der meine Limo 1.0 lackiert hat, da war es halt auch so. Ne? Halt immer Lackierer, die einfach nochmal Bock haben, in der Szene, ja, Fuß zu fassen, ja, weil vielleicht der Sohn gerade den Lackierbetrieb übernommen hat. Aber, weiß nicht, Fakt ist, die Lackierung, so wie sie da ist, 15 auf jeden Fall wert, weil ich persönlich es genauso, wie du es gerade gesagt hast, finde den Lackierjob im Innenraum sogar noch am beachtlichsten, weil jedes Mal, wenn du halt diese Tür aufmachst und da unten reinguckst, cool, ist schon wirklich krass. Dafür, dass man auch weiß, dass das halt jetzt nicht einfach eine komplett durchgespachtelte Bude ist und nach dem Motto einmal Spritspachtel reinschleifen, fertig und am Ende reißt alles, sondern dass ja schon alles wirklich, wirklich Hand und Fuß hat. Ne? Ich weiß noch, nach einem Tag hat mein Handy den Fingerabdruck nicht mehr erkannt vom, vom Durchschleifen. Ja, ja, vom Durchschleifen. Das heißt, für diese Karosserie, für die, also bis du eine Karosserie so hast, wie sie ist, ohne den letzten Punkt, da kommen wir gleich drauf, muss man ungefähr nochmal 20.000 Euro rechnen. So, in dem Dreh. Jetzt kommt der allerletzte Punkt. Thema Arbeitszeit. Wie viele Stunden sind in dieses Auto gegangen? Kann ich dir nicht sagen. Also ich habe das ja genau passend zu Corona gemacht, das Auto. Wir fangen mal erstmal an mit Thema, also so Kleinigkeiten wie das Auto zu zerlegen und so, lassen wir mal alles weg. Das ist erstmal egal. So, wenn ich alleine nur überlege, wir können ja mal von oben so ein bisschen die Position durchgehen, bis so ein Motor einbaufertig zusammengebaut ist. Ich sag jetzt mal wirklich vorsichtig mit hier eine Schraube suchen, da nochmal ein Teil lackieren, da nochmal was reinigen. Sagen wir mal Minimum
20 Stunden. Mhm. So, das ist aber, das ist wirklich, wirklich Untergrenze. Mhm. Ne? So, Krümmer bauen plus die ganzen Rohre bauen. Also wir machen es anders. Krümmer bauen alleine, bis das alles final ist, sage ich auch nochmal 20 Stunden. So realistisch, denke ich. So, und dann reden wir nochmal Minimum von 20 Stunden für die ganzen Rohre und die ganzen Leitungen. Mhm. So, ne? Dann, vorsichtig gesagt, Ladeluftkühler auch nochmal 20 Stunden. Mhm. Wobei das wahrscheinlich nicht reichen wird. Wird niemals reichen, ne? So, dann nochmal, dann rechnen wir einfach für deinen Benzintank und Catchtank nochmal 20 Stunden. Mhm. Was eigentlich auch nicht reichen wird. Mhm. Dann Thema... Ja, allein Elektrik. Ja, wir haben eine Woche jeden Abend Elektrik gemacht. Ne? Thema Antriebsstrang kommt als nächstes. Ach so, ein bisschen Getriebe, Sperre, Wellen und so weiter. Keine Ahnung, ein bisschen Shifter anpassen und so weiter. Auch 20, witzig, ne? Alles so 20 Stunden. Wobei, Alter, 20 Stunden ist so wenig, dass wir niemals klappen. Ja, ich rechne mal so in Abenden, aber ich weiß, dass selbst ein Abend bei uns ja immer 5 bis 7 Stunden hat. Ja, ja, deswegen. So, und so Antriebsstrang, bis das alles zusammen ist und so, mit Getriebe anbauen, Schrauben raussuchen. Egal, wir rechnen mal 30 Stunden. Ja. Thema Elektrik. Genau, wie du schon sagst, Minimum, da waren wir ja teilweise sogar auch zu zweit. Das heißt, Thema Elektrik bist du, das war jetzt bei dem Auto relativ wenig, weil der Max-ECU-Kabelbaum schon vorgelegt ist, die ganzen anderen Kabel anpassen. Jetzt auch nochmal so grob dieses Durchkonfigurieren am Steuergerät. Abstimmung muss man da eigentlich auch reinziehen. Also wenn wir da 50 Stunden sagen, ist das eher auch zu wenig als zu viel. Ne? Dann müssen wir jetzt einfach, weil es dich so angekotzt hat, Thema Lenkung, Pedalerie, Minimum 10 Stunden. Naja. Die Pedalerie, bis sie da drin war, waren auf jeden Fall 10 Stunden. Keine Ahnung, ich sag jetzt mal vorsichtig, das ganze Auto zusammenbauen, mit ein bisschen hier einstellen, Türen zusammenbauen, da eine Scheibe einziehen, Armaturen mit reinigen, dies reinigen, werden 50 Stunden auf jeden Fall auch sein. Definitiv. Mal, ja. Das auf jeden Fall. Und jetzt kommt der letzte Punkt, Thema Karosseriebau, bis das Ganze überhaupt soweit war. Also andersrum, Lack, weiß ich, mein Auto stand da so 5 Wochen ungefähr und ich war wirklich fast täglich da und jeden Samstag davon. Das heißt, allein der Lack. Wobei wir das ja theoretisch in den 15 schon von den Lackkosten haben. Ja, stimmt. Drin, ne? Ja, stimmt. Teilweise. Du hast natürlich vor Ort auch Sachen gemacht, die eher zum Karosseriebau zählen. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, ich habe den ganzen Innenraum selber geschliffen, weil Max gesagt hat, das tue ich mir nicht an, mich da reinzuhocken. Also das würde ich zum Beispiel auch nicht. Ja, ja. Das heißt, ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, beim Lack hast du meinetwegen auch nochmal 50 Stunden drauf. Ja, ja. Ja, mag sein. Jetzt aber, die Zahl wird am krassesten sein, Karosseriebau. Ja, das wird mehr gewesen sein. Weil ich weiß, also Corona ging ja nichts. Ich habe da jeden Abend in der Garage gehangen. Also ich hätte gesagt, das waren ganz, ganz, ganz vorsichtig gesagt 20 Tage à 5 Stunden. Und das ist wirklich zu wenig. Das ist eigentlich, würde ich sagen, sogar viel zu wenig. Weil du hast ja schon Minimum 3 Tage die Woche gemacht. Ja. 3 Tage die Woche und das waren schon mindestens, ja, das waren eigentlich 3 Monate, ne? So in dem Dreh. Ja. Mit dann nochmal hier was für die Achsen einschweißen und nochmal da was. Und also ich hätte eher gesagt, es waren so 250 Stunden oder so vielleicht die Richtung. Aber kann ich mich auch verschätzen jetzt. So, ne, aber angenommen, wir rechnen 15 Stunden die Woche mal 12, sind wir bei 200 Stunden. Ja, ja, dann macht er 200 Stunden. So, ne, also die werden es schon gewesen sein. Das heißt, wir sind in Summe bei 490 Stunden. Wo meine Frau jetzt weiß, wo ich 490 Stunden war. 490 Stunden klingt jetzt für mich auch nicht so ultra krass, weil eine Zahl darfst du dabei nicht vergessen. Die Kopfarbeit, dieses im Auto sitzen, auf dem Sofa sitzen, Teile bestellen, sich zu überlegen. Ja, eigentlich, was und so weiter, eigentlich bist du 13 Stunden am Tag an diesem Auto, weil du googelst hier was, googelst da was, misst was, dir fällt was ein, du überlegst dir was Neues. So. Ja. Aber wenn man sich überlegt, da du ja eigentlich dieses Auto in einem Jahr gebaut hast, so plus minus, ne? Ja. Reden wir ja schon dann am Ende von 40 Stunden im Monat. Das ist eigentlich. Das war ein zweiter Job. Ja, das ist ein zweiter. Ja, nicht ganz, aber. So, ne? Das ist eine Stunde, eine Woche im ganzen Monat nochmal on top. Ja. Jeden Tag anderthalb, zwei Stunden. Ja. Ne? Ja. Verrückt. 490 Stunden, wenn man die jetzt mal vorsichtig, ich sag jetzt mal keine Ahnung, 30 Euro die Stunde ansetzt, was natürlich für die Qualität der Arbeit viel zu wenig ist, weil ein Karosseriebauer würde eher im Betrieb 70 bis 100 Euro die Stunde kosten. Reden wir da nochmal mit irgendeiner Zahl zwischen 15.000 und 50.000 Euro an Arbeitslohn. Also wenn man es bauen lassen würde, muss man definitiv 100 Euro die Stunde rechnen, dann stehen da nochmal 50.000 Euro Lohn. Wenn du es selber machst und dich selber mit 30 Euro die Stunde rechnest, das ist, glaube ich, ein guter Durchschnittswert, den man so mitbringen kann, sind es 15.000 Euro, die nochmal für dich an Zeitlohn ins Auto reingehen. Wobei, ehrlich gesagt, also für mich sind es keine Zahlen, die so schockieren. Nein, alles gut. Ach, ja, wenn du das mit Zahlen der Limo 1.0 vergleichst, also ist das ja auch noch alles überschaubar. Nee, ich meine eher mit schockieren, weil so sieht man wenigstens also mal, wie viel Zeit
wir dafür investieren. Ja, ja, das ist schon. Also, ne? 500 Stunden sind 500 Stunden. Das ist so, in 500 Stunden kannst du auch ein Haus sanieren, ne? So, ja, weißt du? In 8 Monaten haben wir das gemacht. Das könnten wir ja parallel ausrechnen. Das wäre dann wahrscheinlich ungefähr das Gleiche, ja. So, ne? Weißt du, das ist dann so, um das mal so zu zeigen. Ne? Ja, aber wie gesagt, 75 an Teilen braucht man und mindestens nochmal 15 an Arbeitslohn. Oder wenn du es bauen lässt, eher 50 an Arbeitslohn. Das kommt, glaube ich, auch gut hin. Weil angenommen, du würdest einen Betrieb finden, den es schon mal gar nicht gibt, der in der Qualität das Auto bauen würde, glaube ich nicht, dass der dir am Ende das für 50 machen würde. Also das wäre dann schon... Weißt du, das wäre dann ja, wovon ich tatsächlich begeistert war, war hier von JP dieser rosa Porsche, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Firma heißt. Das sah qualitativ wirklich überragend aus. Ja, ne? Das wird natürlich finanziell aber auch eine ganz andere Hausnummer sein. Ich denke mal eher, ich habe mir neulich diese Sportquadros von LCE, heißen sie, glaube ich, angeguckt. Das sah auch gut aus, aber auch das werden andere Zahlen sein. Ja, ja, also es gibt bestimmt, also Know-how gibt es in den Firmen, aber dann kein, also entweder haben sie gar keinen Bock, das dann zu einem 2-Jahr-Golf, das tut sich keiner an für das Geld. Ne? So, jetzt letzte Frage, weil ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Würdest du das Auto verkaufen oder ist der unverkäuflich? Ich kriege ständig auch diese Fragen, ich hasse die Fragen, weil man sagt immer, es ist unverkäuflich. Ich sage auch ständig, es ist unverkäuflich, aber es gibt immer so Momente. Naja, andersrum gesagt, es wird ja keiner kommen, der morgen sagt, ich gebe dir die 90. Ne? Ich hätte dir vor 1 oder 2 Jahren noch gesagt, ich würde noch gar keinen Fall verkaufen. Mhm. Zu der Zeit hatten wir weniger Kinder, kein Haus, mehr Zeit und so weiter. Mittlerweile, wenn die Zahl passt, würde ich es tatsächlich verkaufen, auch wenn es mein erstes Auto ja immer noch ist. Glaube ich schon. Einfach, ich habe mit Eugen, mit dem Integra da, der hat ja eine ähnliche, ich nenne es mir nicht jetzt Leidensgeschichte, aber eine ähnliche Geschichte hinter sich und auch der ist ja ziemlich abgestumpft, wobei Eugen ja schon immer ein bisschen abgestumpft war, aber ich glaube, ich würde für eine passende Zahl es tatsächlich machen, ja. Weil passende Zahl ist ja, wenn man das Auto da jetzt stehen sieht, dein EK in Anführungsstrichen nach aktuellen Preisen, war jetzt nicht dein EK, aber wenn du ihn heute nochmal bauen wollen würdest, weil du dir sagen würdest, für das Geld könnte ich ihn neu bauen, das ist, glaube ich, die richtige Zahl, reden wir ja dann logischerweise von der 90, 75, also 55 plus 20 plus 15, nochmal so ein Lohn, bist du so bei der 90. Ich kann es null einschätzen, was so ein Golf wert ist. Ich glaube schon, dass das Auto also Beispiel Limo 1.0 wollten die Leute auch immer kaufen. Auch für Zahlen, da standen auch mal eine 200 und so weiter im Raum und die war ja qualitativ schon noch mal deutlich, deutlich schlechter. Alleine dadurch, weil es halt keine Vollrestauration, kein Vollbau war. Aber die hatte halt auch so einen Internetstatus und ich glaube schon, wenn wir den Golf immer präsentieren, wie die Leute darauf gucken, ich glaube schon, dass es viele gibt, die das so als Maß der Dinge sehen und dass es da schon, glaube ich, den einen oder anderen gibt, der so ein Auto, also der das gewisse Kleingeld hat, der sich halt sagt, ey, was soll ich mir jetzt für 40 oder 50 so eine Rummelplatzbude kaufen, ne? Wenn ich auch für 50 ein perfektes Auto kaufen kann, wo du zu jedem kleinsten Schritt ein YouTube-Video zu findest. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Ja, das stimmt. Aber was würdest du machen mit der Kohle? Boah. Neues Auto bauen. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin dann raus, das geht nicht. Also ja, meine Frau kennt mich jetzt 15 Jahre und ohne Auto geht das nicht. Wäre jetzt auch dumm zu sagen, ich kaufe mir für das Geld eine V4S Panigale Ducati oder V4R, das natürlich auch nicht. Aber GTR ist immer geil, feiere ich heute noch R35, wird natürlich aber niemals wieder das ersetzen und auch niemals finanziell abzubilden sein in der Form. Ja, 964 Porsche ist immer noch was geil ist, was natürlich finanziell, aber wenn du den guten machst, auch das verlassen wird, denke ich. Mhm. Vom Turbo ganz zu schweigen, muss auch kein Turbo sein. Aber so 964 auf BBS mit Luft in Rot oder in Schwarz wäre schon was. Gerade weil ich mittlerweile feiere, gerade jetzt auf der Oldtimer Rallye jetzt gesehen, dass wie klein doch ein 964 ist, fand ich irgendwie cool, weil es eigentlich nicht viel mehr als ein Käfer ist. Ja, ist auch richtig. Aber das heißt, das Thema Golf wäre dann erstmal durch. Ich würde mir auf gar keinen Fall wieder dann Golf 2 bauen. Also jetzt viele denken vielleicht, dann kauft er sich ein Rallye und restauriert ein Rallye. Nee, das wäre dann durch. Das ist aber auch der Punkt, der ist wichtig, den müssen wir sagen. Deswegen sagen wir so gerne, dass die Autos für uns unverkäuflich sind, weil ganz viele bauen ja Autos und sagen sich, wenn es mir einer abkaufen würde, würde ich es nochmal besser bauen. Ich wüsste nicht, was ich besser bauen sollte. Genau. Also außer, dass du es anders baust, heißt vielleicht ein 24V Allrad mit DSG. So, ne? Sonst so ist es ja wirklich alles genau so, wie du es haben wolltest. Mit Zelle, mit Carbondach und so weiter. Alter. In weiß, voll weiß, so wie es eigentlich immer sein sollte. Ja. Alternativ habe ich ja noch die S4 Limo, ne? Die wir ja bislang noch nicht weitergemacht haben. Man könnte sich auch noch mal natürlich in der Limo verlieren. Wobei wir natürlich durch dich da das ja schon haben auf dem Kanal. Aber da würde ich auch das beim Straßenauto belassen.
Aber wobei, da haben wir ja theoretisch immer noch alles für. Es ist ja noch nicht weitergegangen. Wobei die S4 Limo eigentlich das perfekte Auto ist, um ein Straßenauto zu machen. Mhm. Ist halt TÜV-mäßig ein bisschen schwieriger als früher geworden. Aber Zeiten ändern sich ja auch wieder. Weil das wäre das Auto für so ein 600-700 PS Straßensetup. Habe ich so bei so einem Auto noch nicht gesehen, dass man den mal so richtig geil durchrestauriert. Weil Innenraum ist ja perfekt, brauchst du ja gar nichts machen. Aber so unten mal ein bisschen Trockeneis, Sachen pulvern, vielleicht nochmal eine Keramik drauf und so weiter. Ja, das könnte ich mir eher vorstellen. Und wenn was überbleibt, das dann eher, sag ich mal, in Immobilie investieren. So, ne? Aber ich würde auf jeden Fall für kein Geld der Welt wieder einen Golf 2 bauen. Das ist klar, einfach weil der Reiz dann leider weg ist. Ich habe es dann einmal so mir selbst bewiesen, wie man es machen kann. Und dann ist das Thema halt so durch. Ne? Aber das ist ja nicht vergleichbar mit dir, mit du bist dieser B5. Das ist, ne? Ja, aber ich muss schon sagen, ich glaube schon, dass ziemlich viele bei, wenn sie an so ein Auto denken, weil man muss immer dazu sagen, man kriegt ja mehrere Autos auf einmal. Man kriegt einmal eins der schnellsten halbe Meile Autos, ist einfach so, auch wenn es nicht der schnellste ist. Im ersten Anlauf 315, jetzt unabhängig davon, ob es Allrad, Front oder Heck ist. Ich glaube, das ist immer noch in Deutschland Platz 15 oder 20. Ich hätte auch Top 20 gesagt, so vielleicht so, ja. Top 20 ist ja auch schon immer mal eine Aussage im ersten Anlauf, ohne dass man da jetzt jahrelang versucht hat. Plus, habe ich jetzt öfter wieder gesehen, meldest du dich mit der Kiste Tuning World Bodensee zum Beispiel beim Show und Shine an, da werden aber einige wirklich gucken, ne? So, ne? Dafür, dass es halt eigentlich ein Renner ist, so in dem Sinne. Genau, dafür, dass es ein Renner ist und halt auch noch eine Funktion hat, das Auto. Ja. Und das, glaube ich, so sagt mein Bauchgefühl, ist eigentlich in Anführungsstrichen wertvoll und unbezahlbar. Ne? Aber ich weiß noch ganz genau, vor 2 Jahren hast du gesagt, für kein Geld der Welt wirst du es nicht kaufen. Ja, ist auch so. Aber ja, Zeiten ändern sich. Wir haben jetzt 3 Kinder und so mittlerweile sieht man manches anders. Auch wie gefährlich es doch eigentlich ist, sowas zu fahren, zählt da auch zu. Deswegen, aber ja. Ja. So Leute, danke fürs Zuhören, Marius, danke für deine Zeit. Genau, zünd das an hier. Ballert mal die Kommentare voll, die Kiddies wollen jetzt ein bisschen auf dem Spielplatz hier. Ja, genau, der Kindergarten ist vorbei. Wir genießen das Wetter noch ein bisschen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank.